We reached a new level of Goat Simulator. Hallo, mein Name ist Luca und ich spiele heute mal wieder Goat Simulator mit euch. Allerdings nicht in der gleichen Map wie letztes Mal, sondern diesmal gehen wir in Goat City Bay. Das seht ihr schon, das ist eine etwas neuere Map. Ziege, hast du Bock auf die ganze Aber zuerst muss ich mal sagen, es wurden mir extrem... Die Autos haben irgendwie was gegen mich in diesem Spiel, also kommt mir so vor. Ich habe ja in den Kommentaren gefragt, ob ihr irgendwelche Namen für diese Ziege kennt. Und ganz über allen anderen... Alles klar, Ziege. Der Name mit den meisten Likes war Kevin. Diese Ziege heißt jetzt Kevin. Wie entstand das Ganze eigentlich mit Kevin? Wieso ist Kevin so ein kranker Name? Ist das einfach wegen Kevin allein zu Hause oder... Oh! Alien Resurrection... Okay, alles klar, was ist das denn? Hä? Ziege? Kevin? Kevin, wo bist du? Ah, yes, Kevin. Da war ja gerade irgendwas von wegen Alien... Och, Ziege. Kevin. Ich Vollidiot, sie heißt Kevin. Kevin und die Leiter laufen jetzt diese Halfpipe hoch. Kevin? Nein, Kevin, du hast deine Leiter vergessen. Och, du Dummkopf. Kevin ist einfach der perfekte Name für diese Ziege. Die ist einfach so ein übelster Volltrottel. Oh, nee. God damn it, ich bin unter dem... Shit. Oh, Kevin, you look so good. Our... Oh, Heike. ich schaffe es. Kevin, streng dich an. Oh. Das sieht irgendwie falsch aus, was Kevin da macht. Och. Diese Dummkopfziege. Kann ich nicht irgendwie auf diese Halfpipe da drauf? Muss doch irgendwie hier so einen Weg geben, dass ich da irgendwie drauf jumpen kann. Oder ist es da irgendwie nicht... Oh, ja, oh, ja. New Achievement. Also, mein Name ist Kevin. Ich hab schon... Oh, nein. Ich wollte nur Freunde finden. Darf ich mich zu dir legen? Oh. Hi, wie geht's dir? Hallo, mein Name ist Kevin und ich... Oh, hi, oh, damn, hi, friends. Mein Name ist Kevin und ich hätte ganz gern Freunde. Wollen wir uns alle zusammen... Was macht ihr mit... Ach, die unterhalten sich. Ich unterhalte mich mit. Freunde, ich habe heute so einen Call. Oh, boah. Keine Sorge, ich bin immer noch da. Just me chilling with my friends. Everything fine over... Oh, dead knee, though. Hey, Müllmann, lass uns was unternehmen. Komm, wir gehen in diesen Halfpipe. Ding und du kommst mit. Die Beziehung zwischen Kevin und seinen Freunden ist wie zwischen mir und meinen Freunden. Man muss sie einfach anlecken und mit... Wie, was rede ich hier schon wieder? Komm, Müllmann. Wir erleben ein Abenteuer. Komm mit. Müllmann? Müllmann? Komm mit. Komm mit. Müllmann! Was ist denn das? Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Kann ich nicht einfach mal hier mich irgendwie fallen lassen? Dann schlitter... Ah. Das hat gut geklappt. Es sieht aus wie eine Halfpipe, aber es funktioniert ja nicht. Danke, Ziege. Ich habe halt einfach kein Skateboard. Aber ich schau mal, ob ich hier mich runter... Oh, ja. Oh. Das hat unglaublich... Was ist das da oben für ein Knopf? Das ist nicht wahr. God damn it. We reached a new level of Goat Simulator. Giraffe. Oh. Oh, oh mein Gott. Luca, kannst du es bitte nochmal eben in der Slow Motion machen, wie diese Giraffe gefallen ist? Oh mein Gott, schaut euch den Arsch an. Oh, da sind Zivilisten. Hallo. Tschüss. Alter, das... Oh. Alter, was geht bei dieser Giraffe? Eigentlich bräuchten wir für jedes... Du bist gerade nicht wirklich über so ein scheiß Straßenschild gestolpert, oder? Giraffe, als ob du über einen... Alles klar. Sonst geht's dir gut da unten, oder? Sieht nämlich nicht so gesund aus, wie du da rumliegst. Yo, was macht dieser Typ da vorne? Alter, was macht dieser Typ? Hier ist gerade irgendwo ein Typ ins Wasser gegangen. Während ich hier weiter mit meinem Kadaver ganz unglücklich durch die Weiten des Meeres, der Flüsse hier tauche, würde ich sagen, war es das mit diesem Teil Goat Simulator, aka Giraffensimulator mittlerweile. Es gibt noch mehrere andere Formen, also beispielsweise noch Spinnen und andere Tiere. Wenn ihr möchtet, dass ich nochmal einen dritten Part hiervon aufnehme, wo ich dann irgendwie eine Spinne bin oder so, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, die Giraffe wird sich auch definitiv... Das bildet dann das Ende vom Video.